Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Klötzchenschubsens. Ich bin der P-Dot von den Geekminers und heute nehme ich euch mit in eine neue Season und zwar Minecraft. Oh, welch Wunder. Aber Attack of the B-Team, das ist das Modpack, was wir spielen werden und ich habe tatsächlich kaum eine Ahnung, was uns erwarten wird, außer so der einen oder anderen Sache, die ich schon mal gesehen habe. Und ich würde sagen, wir stürzen uns einfach mal direkt in eine neue Welt rein. Und diese neue Welt, die nennen wir, tja, wie nennen wir die einfach mal? Geek Miners zum Beispiel, ne? Den Game-Modus würde ich gerne auf Survival lassen. Und weil ich die Bonus-Chests so geil finde, würde ich sagen, machen wir die einfach mal an. Und eine Idee für ein Seed oder sollen wir den freilassen? Ach komm, wir lassen den einfach mal frei und schauen mal, was Minecraft da für uns vorgesehen hatte. Und ja, in der Zeit bauen wir einfach mal die Welt oder lassen die Welt bauen. Jetzt würde mich mal von euch interessieren, habt ihr Erfahrung, was dieses Modpack angeht? Habt ihr Erfahrung, was Modpacks generell angeht? Oder? Schreibt es doch mal einfach in die Kommentare. Und ja, dann werden wir einfach mal sehen, was wir vielleicht besser machen können. Und wir spawnen irgendwo unter einem Baum. Wie angenehm, denn draußen ist es gerade, glaube ich, ziemlich warm, 30 Grad oder so. Gefühlt zumindest. Und guckt, da oben ist auch die Bonus-Chest. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich das Ganze hier in Full HD aufnehmen soll oder nicht, weil wir auch ohne Texture Pack spielen. Also nur mit den Shadern irgendwie, damit es noch halbwegs ansehnlich aussieht. Der eigentliche Grund ist, meine Kiste packt das sonst nicht. Oh, guck mal, ein Pinsel. Also sprich aufnehmen gleichzeitig und irgendwie gut aussehen, das war mal. Und Minecraft ist sowieso so eine Ressourcenhure. Von daher haben wir hier nicht viel Schnitte, was das angeht. So, wo sind wir denn hier? Na super, im Schlamm. Also es gibt ja auch Sachen, die gibt es eigentlich gar nicht. Zum Beispiel Schlamm, wo man vielleicht nicht unbedingt durchgehen sollte, weil man sonst drin versinkt. Nee, man kann einfach nur langsam drauf rumlaufen. Genau, es gab auch noch Treibsand, das gab es früher. Zu den Zeiten, wo ich mit dem Hami noch, was war denn das? Dieses Tech World, glaube ich, gezockt habe. Oder Feed the Beast oder was wir da gezockt haben. Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist schon so lange her, Freunde. Also bestimmt ein Jahr jetzt, wenn nicht gar länger. Autsch. Wie man sieht, ich habe seitdem auch echt nicht viel gezockt. Das letzte, was ich gezockt habe, war Fallout New Vegas. Und das verfolgt natürlich einen gänzlich anderen Ansatz. Und auch, es hat auch ganz andere Tasten und Tastenkombinationen. Deswegen seid mir nicht böse, wenn ich mal daneben greife. Das kommt vor. Was ist das denn hier? Ein Grasblock? Hier sieht es aber auch irgendwie nicht so geil aus. Lass uns mal ein bisschen weiterlaufen. Oder schwimmen. The heck? Was bist du denn für einer? Ah ja, Entity 633. Finde ich super. Ich wollte auch schon immer mal ein Entity 633 als Haustier haben. Das ist aber auch eine Flusslandschaft hier. Hier müssen wir erstmal raus, irgendwo, wo es schön ist, finde ich, wo Bäume stehen vielleicht auch. Okay, das ist auch so ein Ding. Da schwebt irgendwas oben am Himmel. Das werden wir uns auch irgendwann mal anschauen. Spätestens sobald wir fliegen können. Ach ja, genau. Musik. Musik braucht der Mensch. Was gibt's hier? Candy Flower. Klingt spannend. Wie wir gesehen haben, da ist auch Food Plus drin als Mod. Unter anderem. Also sind natürlich ganz viele Mods mit drin verwurstet in diesem Attack of the B-Team. Und ich hoffe einfach mal, dass es eine coole Modpack-Kombination ist. Und ja, Food Plus ist halt eben was. Fand ich persönlich auch ganz witzig, da kannst du dir so Sachen zusammenkochen oder Essen zusammenstellen. Bin ich ja erklärter Fan von, muss ich jetzt mal sagen. So, was zum Geier steht da? Ich finde, die Musik ist was laut, oder? Können wir die... Machen wir die mal ein bisschen leiser. Ach, ein Heuballen. Ach, guck, das ist so ein Heutotem oder was soll das werden? Ja, gut. Ich habe das nicht dahingestellt, also lasse ich es mal stehen. Naja, ist jemand sauer, wenn ich es kaputt mache. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch Holz. Oh, das sieht doch hübsch aus hier. Au, au. Was willst du denn? Ein Kaktus. Ein kleiner Kaktus. Ja, schön. Vielleicht können wir uns hier neben das Bett stellen. Wobei er nicht grün ist, sonst könnten wir sogar ein Lied drüber singen, aber das lassen wir mal. Akania-Blätter. Nie gehört. Was ist das hier überhaupt für eine Tundra? Hier ist ja gar nichts. Und Wasser. Aber das ist eigentlich eine coole Bucht, oder? Was zum Geier bist du denn für eins? Du bist ein Pikachu oder was? Entity Creature Name. Kann ich dich... Ach komm. Ist mir jetzt zu blöd.
Ich dachte eigentlich, das wäre Minecraft und nicht Pokémon, irgendwas. Und hier stehen auch nur Palmen und... Ja komm, es hilft ja nichts, wir brauchen Holz, ne? Da können wir ja sonst machen, was wir wollen. Ohne Holz bist du in Minecraft aufgeschissen. Aufgeschmissen. Egal, welches Modpack du zockst. So. Das war's, ne? Krieg ich die Nüsse bitte auch? Und kann ich irgendwas mit diesen Nüssen machen? So, gleich erstmal den ganzen Tinnef hier einsammeln. So. Immerhin, das Zeug schwimmt und sinkt nicht direkt zum Boden. Das finde ich auch mal sehr angenehm. Das sieht aber auch episch aus hier. Cool, dann haben wir also noch 4 Äpfel. Wir haben einen Arsch voll Sand und wir haben noch keine Hütte. Und wir haben auch nichts, wo wir irgendwie Steine finden könnten. Die müssen ja hier irgendwo drunter sein, ne? Na komm, dann bauen wir uns erstmal eine Hütte. Haben wir auch genug Holz schon. Das sieht aber bitter aus, oder? Da haben wir Palmenholz. Was denn hiermit? Geht das nicht weiter? Okay. Das funktioniert nicht so, wie es sollte. Warum geht denn der die ganze Zeit dahin? Warum kann ich denn nicht... Ach, das ist gar nicht Shift. Dumme Finger, sage ich da nur. Kinder, ne? Habt ihr auch schon mal gehabt. So, reicht das? Das müsste reichen, oder? Wenn wir eine Hütte bauen, sagen wir mal 7x7, also Innenmaße 5x5, könnten wir... Könnte das hinhauen? Das sieht aus wie direkt in dem Texture-Pack hier. 3. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das Ganze auf der anderen Seite. Zack. Und da kommt die Tür rein. Da könnt ihr euch doch mit anfreunden, oder? Kann man das so anbieten? So, jetzt muss das Ganze hier noch entsprechend hoch werden. Puff. Was machen wir denn als nächstes mal? Da müssen wir gucken, dass wir Steine kriegen, sonst haben wir hier echt gelitten. Weil ohne Steine können wir auch kein, selbst wenn wir es finden, könnten wir kein Eisen abbauen. Und ohne Eisen brauchst du hier mal gar nichts können. Also Eisen ist so das Mindeste, was man auf die Reihe bringen sollte. Wir brauchen des Weiteren auch, Kohle. Ich meine, die könnten wir uns ja schick herstellen, das geht ja einigermaßen. So, ziehe ich jetzt hier die Decke ein auf Zweierhöhe. Ja, ich buddel ja eh da unten raus, ne? Dann kann man das auch mal machen. So. Und das war's damit. Oh, hoffentlich reicht das. Wir müssen ja auch noch 6 Holz übrig haben für eine Tür und... Ja gut, ich meine, hier steht ja noch die ein oder andere Palme, die können wir ja dann noch zur Not... Puff, können wir die ja auch noch plätten. So, ach so, genau, richtig. Das habe ich auch total vergessen. Das brauchen wir natürlich auch, sonst brauchen wir nämlich gar nicht erst anfangen, über irgendwas anderes nachzudenken. Was haben wir denn da? Palm Planks. Wir haben noch 3 davon. Wir brauchen auf jeden Fall eine Schaufel. Und wir brauchen eine Tür. Die mache ich aber aus Eichenholz, weil... Keine Ahnung, weil es geht. Weil ich es kann. So. Zack. Immerhin. Die Frage ist, kommt irgendwelches Viehzeug hier rein, wenn wir ein Fenster haben? Oder eher nicht? Oder müssen wir jetzt uns irgendwas einfallen lassen? Ich lasse mir mal was einfallen. So. Das heißt, wir buddeln erstmal den scheiß Sand hier weg. Ach, 2 Fackeln habe ich auch, ne? Das ist ja großartig. Das ist halt eben das Blöde bei dieser Bonus-Chest. Die ist halt immer anders, ne? Oh, da ist noch ein Loch drin. Ist ja auch super. Haben wir da, haben wir noch, haben wir noch. Zack. Was wollte ich sagen? Ach ja, Bonus-Chest, genau. Also bei der Bonus-Chest ist es ja folgendermaßen, wenn die irgendwo im Gelände auftaucht, dann passt sie sich natürlich dem Gelände an. Also anstatt, dass da 4 Fackeln drumherum sind, wenn da jetzt halt ein Baum steht, dann, ja, Pech gehabt, gibt's halt keine Fackeln, gibt's halt einen Baum. Kannst du dir ja mit Fackeln draus bauen. Also vermute ich mal, dass es das ist, was sich das Spiel dabei gedacht hat. Ansonsten würde das ja auch ziemlich Käse aussehen. So wie das, was ich jetzt hier mache zum Beispiel, das sieht nämlich auch ziemlich Käse aus. Dafür, sobald wir dann irgendwann mal Steine haben, können wir uns auf jeden Fall... Ist eigentlich noch hell draußen, ne? Pass auf, ich gehe nochmal Holz holen. Können wir uns nämlich auf jeden Fall Glas machen. Und dann haben wir nämlich auch die Frage beantwortet, ob irgendwelche Viecher da reinkommen. Nämlich nein. Ist ja klar, wenn Glas vor ist, ne? Ist ja wie zu Hause auch.
So ein ordentliches Fenster lässt einen rausgucken und hält halt eben auch die meisten Assis irgendwie fern. Also Assis im Sinne von nicht, ne, sondern hier irgendwelche Nachtassis, die nachts immer kommen. Was ich jetzt gemacht habe, sieht natürlich auch total super aus. Deswegen, oh, wird dunkel. Ist das schon so? Ist es schon so spät? So, schnell die Nüsse abbauen. Und tschüss, Palme. Super. Achso, das ist ja noch Holz gewesen, genau. So. Dann müssen wir mal schauen. Ja, ob hier irgendwann auch mal Stein kommt, das wäre ja ganz geil eigentlich. Gerne mal gucken. Zur Not bauen wir halt eben mal einen Keller hier. Ja, super. Das habe ich mir gedacht wohl. So. Ja, genau. Wenn Dummheit wehtäte, ich müsste den ganzen Tag schreien, ne? So Kommentare kommen da jetzt bestimmt. Da können wir noch eine Fackel hinhängen. Das wird ja richtig duster hier. Ist ja ein Ding. Ach guck, das ist dann schon Sandstein. Ja, schon fast das, was wir wollen. Aber eben noch nicht ganz. Mist, wieso habe ich denn? Warum? Ich komme mir jetzt auch nur mittelmäßig vereimert vor. So, kann ich das jetzt bitte mal hier. Was war denn das für eine Bonus-Chest? Da sind da nur Äxte drin. Das ist ja. Und vier Äpfel natürlich. Das war's, ne? Genau. Juhu, Stein. Sand. So, ich brauche aber relativ viel Steine. Ich meine, nachher ist das kein Thema, ne? Nur am Anfang. Nicht, dass er jetzt denkt, Alter, da sind nur überall Steine, guck doch mal. Du String, schlimmes Wort. Das stimmt natürlich. Oh, guck mal, Aluminiumohr. Oder auch Aluminium. Der eine sagt so, der andere so. Wie ist das eigentlich? Ich glaube, die Amerikaner sagen Aluminium und richtige Leute sagen Aluminium oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es euch nicht verraten. Blei haben wir auch. Hier ist ja wenigstens schön was gebacken. Kann man das jetzt alles rot anmalen hier? Fuck, wie komme ich denn hier wieder raus? Ich bin ein Depp. Nee, nee. Nee. Also irgendwie, ne? War ich auch schon mal etwas geschickter. Ich glaube, ich muss da gleich mal irgendwann einen Boden einziehen. So, komme ich wenigstens hier raus. Ist so ein tolles Haus. Es sieht total geil aus, muss ich ja mal sagen. Ich bin sehr begeistert. Wenn mein Zuhause so aussehen würde, würde ich Ärger bekommen, glaube ich. So. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ach ja, natürlich. Zack, einen Fornatze. Und mit diesem Fornatze machen wir uns mal. Da machen wir uns mal. Nee, das bringt ja nichts, die Planks nicht. Ich hab doch genau. Geht das damit auch? Damit geht das auch. Total sinnvoll. Damit machen wir uns jetzt mal ein bisschen Kohle. Und warte mal, gehen wir nochmal runter. Wir brauchen noch ein paar Steine. Noch drei oder vier Stück oder so. Dann müssen wir mal gucken, was ist denn Limestone? Auch nie gehört. Kommt von einem Modpack namens Shizzle, for Shizzle Manizzle. Zitronenstein oder was? Limestone. Ich habe keine Ahnung. Habe ich noch nie gehört. Wisst ihr es, dann schreibt es in die Kommentare. Schreibt rein, Pilot, Alter, du bist ja so dumm. Limestone ist doch. Ne? Also am besten schön vorher googeln, sonst mache ich das. Oh schön, da höre ich Lava, das ist auch geil. Nicht? Ist ja meine Schaufel, ist die schon wieder im Eimer? Nee. Ach, auch ein Wortspiel, ne? Mann, Mann, Mann. Man merkt, es ist warm draußen. Da werden die Wortspiele flacher, je höher die Temperatur wird. Was haben wir da? Sand. Das ist auch Sand. Ich finde es übrigens geil, dass man irgendwo drauf gucken kann. Das funktioniert, glaube ich, überall, außer bei Flüssigkeiten. Na gut, jetzt gibt es auch nicht so viele und Lava erkennt man und
Dann gibt es Wasser und dann gibt es noch irgendwie Öl und noch irgendein Mist, glaube ich. Also so Gülle oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Kann ich denn jetzt auch? Ich habe doch Sandstone. Da könnte ich doch jetzt eigentlich auch hier. Könnte ich doch Folgendes machen. Oder? Dann. Da kommt man rein und da ginge es dann im Zweifel runter. Zack. Na toll. Wisst ihr was? Leckt mich. Wenn ich halt eben keinen Sandstein kriege, muss ich mir welchen bauen. Ja. Das ist, wenn man dicke Finger hat, ne? Dann erwischt er halt eben nicht immer jede Taste, die du gerade haben willst. So, wie komme ich denn da jetzt weiter? Da, runter, runter. Blöd. Nein. Komm, mach Sand drauf, ist mir wurscht. So, dann können wir nämlich von da weiter buddeln und irgendwann bauen wir da auch eine richtige Treppe hin und irgendwann bauen wir uns auch ein richtiges Haus und weißt du, irgendwann ist ja auch noch was hin mit dem irgendwann. So, jetzt haben wir 4 Koblés, das heißt, ich könnte mir jetzt noch eine. Na toll. Wenn mir jetzt einer kommt und sagt, hier von wegen Tropenholz und so, ne, kannst du nicht machen? Doch. Kann ich. Das hat sich ja auch voll gelohnt. Ach ne, habe ich ja vorher schon abgegeben. Ich wollte gerade sagen, das sah irgendwie vorher mehr aus. So, jetzt haben wir das. Und wenn wir das haben, da können wir nämlich jetzt auch schön unten ausleuchten. Das heißt, wir können jetzt auch mal mehr oder weniger systematisch vorgehen. So zur Abwechslung mal auch. Ach, guck. Wobei, das könnte ich ja eigentlich noch hier mit der Wooden Pickaxe dann hinbekommen. Okay, da geht's also ins Nichts. Oder wie habe ich das? Da muss ich mal eine Lampe hinsetzen. Oh ja. Ach, da war ich ja schon. Da war ich ja schon. Und das ist Silikon. Das ist natürlich blöd. Ich dachte, das wäre Kohle. Ich glaube, Silicon. Genau, kriege ich mit einer Steinhacke natürlich nicht weg. Da brauche ich eine Eisenhacke für. Kriege ich den Tinnef, kriege ich auch nur mit einer Eisenhacke weg. Das heißt, wir brauchen Eisen, Freunde. Es hilft nichts. Komm, buddeln wir uns hier mal runter, oder? Wir haben ja sonst nichts. Wir müssen nur mal irgendwann gucken, dass es auch, wenn es wieder Tag ist, ne? Dann müssen wir mal raus, müssen uns mal ein paar Schafe suchen oder ein paar Spinnen oder sowas. Oh, Redstone. Damit wir uns ein Bett bauen können, weil dann braucht man nicht nachts immer Angst haben. Wie so kleine Kinder. Das gestaltet sich etwas schwieriger, als ich gedacht habe. Und Licht. Das mit den Shadern finde ich übrigens cool. Das ist übrigens das erste Mal auch, dass das geklappt hat. Ich hatte das früher schon mal angedacht, mal einzubauen, aber da war das irgendwie alles noch nicht so komfortabel. Mittlerweile ist das ziemlich easy. Muss ich mal so sagen. Ach geil, das fällt mir gerade auch auf. Unten 9 mal Cobblestone. Dann zeigt er einem auch an, was man gerade aufgesammelt hat. Also nur, falls man das mal vergessen haben sollte. Kann ja durchaus schon mal vorkommen. Ich höre doch hier die ganze Zeit irgendwie Lava. Ich habe Angst. Mr. Lava Lava. Oh, guck mal, da unten. Eisen. Jawohl. Okay, das ist. Ah, Silber. Ich dachte schon. Cool. Lava. Ein Arsch voll anderer Sachen. Und eine dunkle Höhle. Und ich habe nichts am Mann. Das ist natürlich blöd. Wir brauchen ein Schwert. Und wir brauchen. Regnet das da oben? Wir brauchen einen Regenschirm. Wir brauchen einen Plan. Und wir brauchen einen Weg hier raus. Kann ich hier mal raus? Danke. Kann ich hier mal raus? Danke. Geht das? Kann ich das hier? Geht das? Boah. So. Zack, zack. Das ist aber auch, ey. Man muss auch die Treppen einfach mal seinen den neuen Gegebenheiten anpassen. So, und dann kommt man nämlich auch schwupps schon raus. Es schüttet tatsächlich und es ist duster draußen. Das sieht scheiße aus. Ich mach die Tür wieder zu. Wir sind gefangen auf einer beschissenen Insel. Irgendwo mitten im Nirgendwo. Und es rauscht jetzt ganz grauenhaft. Ich gehe wieder runter, das ist mir zu laut. Ja, und ich würde sagen, ich baue mir gleich in der nächsten Folge mal ein Schwert und dann gehen wir da unten mal zusammen runter und schauen mal, was da so gebacken ist. Oder ob da was gebacken ist und holen uns dann mal die ganzen Wertsachen da unten raus.
Ja, und ihr geht in der Zwischenzeit mal schlafen und morgen wieder aufwachen und dann sehen wir uns wieder. Macht's gut. Bis denn. Ciao, liebe Leute, euer P-Dot.